Moin Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich befinde mich in einer alten Ziegelei. Ich war vor 4 Jahren schon mal hier. Allerdings habe ich da nur Fotos gemacht. Und da ich in der Umgebung bin, bei meiner Verwandtschaft, habe ich mir gedacht, ich fahre noch mal vorbei und schaue, was 4 Jahre später hier so passiert ist. Es war ja damals schon richtig abgeranzt und richtig, richtig kaputt. Mittlerweile ist es fortgeschritten. Ich würde sagen, wir schauen uns die Gaudi an. Ja, wie gesagt, hier ist schon echt viel, viel kaputt. Drüben. Hier überall Löcher in den Decken und alles kaputt und nass und morsch. Ja, ein bisschen ein Kampf. Ich werde hier hochschauen, aber ich werde da oben nicht mehr rumlaufen. Ihr habt den Boden von unten gesehen. Das ist ganz und gar nicht mehr gut. Alles sehr, sehr weit fortgeschritten. Also da drüben ist das ganze Dach schon weg. Hier ist keine Ziegel mehr. Das Dach kommt einem entgegen. Ja, hier wieder. Es war damals schon ein Loch drin, aber das war vielleicht nur Viertel so groß. Jetzt ist es ja alles hier ultra, ultra kaputt alles. Marode, hier wieder Löcher drin. Ja, hier hat jemand gezündelt. Vandalismus natürlich. Weiß nicht, wenn dann so kleine Kinder wieder gewesen sein oder so. Okay, hier bin ich wenigstens ein bisschen safe. Hier sieht man mich nicht so. Hier ist überall hohes Gras. Hier bin ich ein bisschen geschützt. Ich muss jetzt so reingehen. Hier ist noch ein Weg. Da komme ich eigentlich zu der Ziegelei. Hier ist dieser Kamin. Aber auch schon richtig hier alles verfallen. Hier ist noch so eine Art Bagger. Mit Baggerschaufel. Hier oben geht es schon Weg lang. Da werde ich aber jetzt nicht langlaufen, weil der hier schaut auch nicht mehr so gut aus. Ja, und hier hinten ganz klein auf der Kamera seht ihr es, weil die GoPro so weitwinklig ist, ist hier auch noch so ein Schornstein. Hier ist noch so ein kleines Etwas. Kleine Schubsen. Gibt es hier irgendwas noch? Nö, hier gibt's nichts mehr. Hier hat leider meine Kamera die Audioaufnahme irgendwie verzerrt. Deswegen spreche ich jetzt nachträglich mit dem Mikrofon ins Video. In der Brennkammer konnte man links oder rechts einmal im Kreis laufen, jedoch waren Teile unter Wasser bzw. eine große Pfütze drin, dass es nicht möglich war, einmal komplett durchzulaufen. Aber ich denke, man kriegt recht schön einen Eindruck, wie die Brennkammer aussieht. Und hier auf der anderen Hälfte war es teilweise überflutet bzw. Wasser im Boden und sehr, sehr matschig. Deswegen bin ich dort nicht ganz durchgelaufen. Aus lauter so Eingänge. Und hier war anscheinend noch so eine Bretterkonstruktion hier oben.
Mal schauen, ob ich hier einmal rumlaufen kann. Ich wollte nämlich noch die andere Seite sehen. Und ich glaube, da hinten ist auch noch so ein kleiner Schupfen oder sowas. Da war zumindest damals noch ein bisschen was. Hier ist noch so eine Art Gestell. Genau, und da hinten ist das Häuschen, was ich meinte. Ah, hier wurden die Ziegel dann gelagert. In lauter so geraden Dingern. Da waren hier so, glaube ich, Bretter drin und da wurden die alle reingelegt. Da sind hier ganz, ganz viele. Ich versuche jetzt mal hier durchzulaufen. Ich muss etwas vorsichtig sein, weil diese Dinger hier, ich weiß halt nicht, ob mich die unbedingt so aushalten. Die hatten nämlich schon einen Bruch. Hier ist mir auch damals eine Eule entgegengeflogen, als ich da reingelaufen bin. Und ja, ich meine, sieht selbst eine Art Scheune. Hier sind Schienen. Da haben die wahrscheinlich das Material her oder vielleicht auch weggefahren, weiß ich nicht. Der Boden macht mir ein bisschen Sorgen, denn hier ist irgendwie drunter so eine Art Vertiefung, wo sich Wasser angesammelt hat. Und ich muss über die Dinger laufen, um darüber zu kommen. Ja, aber ja. Nein. Ja, halbwegs. Aber jetzt bin ich schon drin. Hier nochmal eine Halle. Hier konnte man anscheinend runterlaufen. Und hier war ein Förderband, aber das ist schon so dermaßen zerrostet. Hört ihr das? Irgendein Tier. Hier sind noch Maschinen. Riesen. Nennt man das, diese Rollen, und dann mit so einem Band, Zahnriemen oder ein Riemen, wo dann angetrieben worden ist, und hier ist die ganze Achse gewesen und hat anscheinend das Förderband oder so angetrieben. Das Dach hier, von dem brauchen wir nicht weiterreden, höchst einsturzgefährdet. Also hier braucht nur, allein das schon, wenn ich sehe, nur ein Ding und dann kommt die ganze Soße hier runter oder die ganze Gestell. Da werde ich mich nicht hinbegeben, aber macht euch selber ein Bild, ihr seht's ja. Man kann zwar mit der Leiter noch hier hoch, aber nee, danke. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Gelände hier. Recht zerfallen und kaputt. Man kann aber doch noch ein bisschen was entdecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Peace und ciao.